Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von The Legend of Zelda Skyward Sword. Hier zurück am Marktplatz in Wolkenort. Auf der Wii, auf der Wii U. Und ja. Genau. Auch wenn man es nicht mehr erkennen kann, weil die Schmetterlinge schon weggeflogen sind. Hier ist irgendwas. Also das Leuchten sieht man ja noch, ne? Und das wenn sieht da, man ganz gut. Wenn da drei Schmetterlinge unterwegs sind, dann machen wir mal den hier. Vor allem nur einmal kurz. Ich weiß es. Okay, chill. Chill fein, nicht wieder singen. Oh Gott, ey. Doch. Sie singt die immer das gleiche, warum? Ja, ne? Okay, ich hatte es irgendwie. Ja, man erkennt aber ein bisschen was da. Ja, klar, ja. Nice. War die Radio Edition, ne? Clean und gekürzt. Ja. Stoße das Schwert in das Symbol und stelle dich der letzten Prüfung. Wundert sich aber auch keiner auf dem Marktplatz. Nö. Vor allem, er rammt einfach mal das Schwert in den Marktplatz so. Keiner, alle so, ach ja, ja, normal. Läuft. Yay! Wolkenhort Tränenjagd, juhu! Eröffnet! Hat ja noch nicht gereicht beim letzten Mal. Dim, 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 dim. Jo! Dies ist die Welt der letzten Prüfung, die Seiren der Göttin. Die Göttin erzählt sich wieder. Ju! Wenn du deinen Heldenmut unter Beweis gestellt und das letzte Seelengefäß gefühlt hast, dann wird die Tür zum Triforce vor deinen Augen erscheinen. Du musst diese Prüfung bestehen. Sonst ist das Spiel leider vorbei. Nein, wir haben keine weiteren Fragen. Alles klar. Der Wohlgebieter, yes. Sehr gut. Artig. Jau, jau. Dann würde ich mal sagen, legen wir mal los, wa? Den schaffst du noch bevor er kommt. Also. Er ist nochmal stehen geblieben, nochmal zu gucken. Yay, heilige Träne, 90 Sekunden, sammle alle 15, bla bla bla. So langsam Business as usual, ne? Wir kennen das. You know the drill. Yes. Wir kennen das Prinzip. Same procedure as earlier. Genau. Mr. Winterbottom. So, da unten rennt ein Vieh so durch die Gegend. Ach, guck mal. Boah, das wäre auch fail. Jetzt so 89, klick, und du kommst so hoch und er. Kein Problem. Happens. Ja, ich meine, wir sind hier ja in so einer virtuellen Welt unterwegs. Da ist ja alles, was wir sehen. Matrix, ne? Ihr kennt ja das Prinzip noch. Ah ja, schon mal ein paar Stufen runterfallen. So, dann würde ich mir vorschlagen, gehen wir erstmal hier. So, jetzt ist die Frage, wie wir das machen. Aber ich habe da so eine Idee. Zack, 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 zack. Ein finster Halbmond. Ja, wir müssen ja eventuell noch unseren kleinen Köcher, den wir in der letzten Folge bekommen haben, noch mal ganz upgraden. Jesus. Ja, zack. Juhu, ein neuer finster Halbmond. Davon brauchen wir ja auch noch ein paar dann jetzt. Jetzt ja. Ah, er hat es nicht hinter uns, das ist schon gut. So, dann. Gut, der ist da hinten geblieben, sehr gut. So, dann müssen wir mal kurz hier warten. Da überflutet sich einfach mal kurz die ganze Gasse hier. Er steht da aber auch sehr geil. Ja. Als ob da jetzt gerade einer runter will, so. An ihm vorbei.
Warum auch nicht? Warum auch nicht? So. Ich meine, das ist ja jetzt noch relativ harmlos gewesen bisher. Da sehe ich noch zwei. Aber da oben ist natürlich noch mal ein bisschen spannender. Sieht hier noch was? Ja. Ist da einer? Ist hier oben was? Ja. Okay, der da vorne noch. Ja, der ist natürlich ein bisschen schwieriger, könnte man meinen. Ein bisschen. Achso, vor allem, also die können dir nix, aber die würden sofort ihn hier rechts aktivieren, ne? So ist es. So ist es. Go for it, Bro! Yes, indeed. So wird das gemacht, Leute. So wird das gemacht. Nein, keine Ahnung, um ehrlich zu sein, ob das jetzt wirklich der richtige Weg war. So hat es auf jeden Fall funktioniert. Alles Absicht. Alles Absicht. Und solange mein Workaround hier funktioniert. So, das würde ich mir nicht sammeln. Jetzt die Frage, was wir mit dem Kollegen da vorne machen. Der Hinweg hat ja noch ganz gut funktioniert. Jetzt will ich fragen, was wir mit dem Rückweg machen. Genauso, ne? Ja, das Problem ist nur, da vorne hängt ja einer. Safe! Hat er, hat er. Hat er, sicher. So. Okay. So, wie sieht's denn aus? Also, wie viel brauchen wir denn überhaupt noch? Noch ein bisschen was, ne? Ja, 9. Ja, wo fangen wir? Ja, fangen wir hier links an, ne? Nehmen wir die erstmal, genau. Jetzt erstmal den hier. So, und den da vorne? Ja, den holen wir doch. Unauffällig verschlossene Tür. Ja, den holen wir. Na komm, warte mal, aber bevor wir den holen, holen wir erstmal den. Ja, wäre jetzt doof, wenn wir jetzt runterfallen würden, irgendwie, ne? Das ist mir schon doof. Keine. So. Warte mal, aber hier runterzufallen wäre auch blöd. Ich fahre mal hier runter. So. Ist dann eigentlich auch Ende, wenn du jetzt in die Wolken stürzt, quasi? Weiß ich nicht. Oh, ich glaube nicht. Wir sind ja auch in die Lava gefallen, da hat ja auch kein Schwein interessiert, ne? Naja, immerhin bleibt es dabei, dass die St. Martins hier, die Laternenträger, eine relativ kleine Aggro-Range haben. Das ist ja schon mal ganz nett. Ach ja, ja der ist auch geil hier. Gut. Kannst du nicht schieben? Ja, muss ich offensichtlich. So, war schon hauf. Aber ein bisschen knapp, ne? War ein bisschen knapp. Ja, jetzt wird's mit der Zeit langsam ein bisschen eng. Ja, Junge, mach hin. Hat er. So, jetzt geht's hier weiter. Ja. Ach ja, was ein Stress. Du stehst da einfach nur rum. Okay. So. Aber hier geht's gar nicht weiter, aber okay. Nee, nee, hier ist es eine. Da unten ist direkt die nächste. Ja, noch 5 Stück noch, ne? Ja. Okay. 1, 2, 4 jetzt noch. Eins. Oh, die ist hier aber. Hä, wo ist die denn? Da unten. Nee, die hier war nicht direkt. Was ist denn da? Ach, muss ich. Oh! Ja, das ist wieder so ein bisschen Herausforderung. So, jetzt ist die Frage: Der hier ist leicht zu kriegen, der hier ist leicht zu kriegen. Der davon ist. Ja, die sind jetzt eigentlich alle easy going. Da ist au, oh, da kannst du mich noch einen Balken balancieren hier. Ja, so, wie weit kommst du denn? Oh, oh je. Meine Güte. So.
So, wir kommen ja relativ gut voran. Sorry, ich weiß gar nicht, der Christoph murmelt so ein bisschen hier vor sich hin, ob man das überhaupt hört, aber. Ja, Entschuldigung. Ich ne, ist ja nicht schlimm. Ja wir sind wir, genau, wir müssen uns auch beide. Ja, ich muss mich auch. Ja, auch kannst du natürlich. Nein, ich habe nur mal wieder nach einer Ausrede gesucht. Ihr kennt mich ja mittlerweile. Das ist ja so. Zwei sind noch übrig. Oh no, und jetzt durchmarschieren hier. Einfach drauf losrennen hier. Schwuppes. Und geschafft. La 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 la. Du hast alle heiligen Tränen gefunden. Dies hat deine Seele reifen lassen, Nerd. Ach. Juhu. Doch noch ist die Prüfung nicht vorbei. Begib dich vorsichtig zum Ausgang, um ein Zeichen deiner Reife zu erhalten. La 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 la. So, ist das jetzt ein Problem? Ja, ne? Das ist da jetzt eigentlich kein Thema. Quasi, wie sagt Peter Maffay, immer geradeaus über sieben Brücken muss gehen. Klingt nach so einem klassischen Half-Life-Episodentitel. Über sieben Brücken muss gehen, ja. Ja, Wie kommst du darauf? Jawoll! Bams! Boah, war knapp am Ende, oder? Ja, jetzt zum Ende war ich. Ey, Leute. Aber ganz ehrlich, also den fand ich jetzt. Also es gab zwar ein paar knifflige Stellen, aber grundsätzlich fand ich den. Also manche andere schwer. So, du hast das Insigne der Reife erhalten. Ich kenne eigentlich nur Insignieren, aber ja, egal. Ja, macht ja nichts. Dieses gravierte Artefakt soll dem Helden das Versteck des Triforce enthüllen. Yeah! Klasse, nicht wahr? Wieder so ein episches Ember-Item, das man gut benutzen kann. So ein Flammenwerfer ja wäre mir lieber gewesen. Genau, weil man ja das Triforce-Tor nicht einfach zur Aurasuche hinzufügen kann. Die war schon voll mit wichtigen Dingen wie Insekten, Bernsteinhalbmonde. Ja. Du hast alle Prüfungen bestanden. Das weiß sie woher? Es gibt noch ein weiteres Insigne der Reife, außerdem, das du besitzt. Ich stelle fest, dass sich auf dieser Insel ein Objekt befindet, das dem gleicht, welches du bei dir trägst. Ja. Findest du es und fügst du beide zusammen, öffnet sich dir der Weg zum Triforce. Wäre ja auch ein Witz gewesen, wenn ausnahmsweise mal alles so gewesen wäre, wie es vorher stand im Text. Aber egal, ich empfehle dir, nach diesem Objekt zu suchen. War nicht nur von einem die Rede. Hammer. Ja, ist ja kein Thema. Ja, aber das finden wir. Nein, darum geht's mir ja gar nicht. Aber, ne, wir sind wieder so am Anfang der Aufnahmesession, wo ich mir so dachte, wie lang soll dieses Spiel eigentlich noch gehen? Das ist ja unglaublich. Ja, ich weiß ja, wo wir hin müssen. Ausnahmsweise. Hey, Mensch! Yes, welche Überraschung. Pring. Dass sich da auch noch nie jemand gefragt hat, wofür, naja. Pring. Leucht. Die gute Vogelstatue. Und jetzt einmal kurz eine 360-Grad-Drehung. Ja, ein paar Mal mehr. Dann haben wir schon irgendwie eine. Einfach mal episch. Das war so geil, als ich das erste Mal gesehen habe. Ich hab mich so weggeschmissen. That's it, seriously. Ja. Ja, liebe Leute, und da seht ihr, was passiert, wenn Bachelor of Arts am Werke ist, ne? Die guten Statiker. Hoffen wir mal, dass die. Wie heißt das noch? Die Kapelle des. Nee, der Schrein. Die Zitadelle, ne? Ja, nicht direkt darunter ist, dass das jetzt nicht alles da drauf fällt. Rums. Yo, Alter! Epic Bullet Time, Liam Neeson. Jehe. Die können auch einfach schweben, die Dinge. Ja, vor allem. Krass. Das ist schon geil, ne? So, wie sagt man das so? Fernrohrartig einfach mal ausgefahren.
Ich habe dir etwas zu berichten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Triforce in diesem Gebäude befindet, liegt bei gerade mal 85%. Das ist aber ziemlich wenig dafür, dass eigentlich gerade es noch hieß, dass auf jeden Fall das Triforce... Naja, egal. Folge Zeldas Auftrag und vernichte den Todbringer so schnell du kannst. Achso, jetzt ist es doch immer der Todbringer. Ich würde sagen, machen wir jetzt erstmal 100%, ne? Ja. Vernichte den so schnell du kannst. Ja, jetzt erstmal. Okay. 99? 100! Ja, zu 100% gehört auch Rasenmähen, liebe Freunde. So ist es. Ja, sollen wir da... Na, ich weiß jetzt nicht. Ja, müssen ja erst noch andere Sachen machen. Krassant, ich weiß jetzt auch nicht, wie das läuft, wenn man da... Ja, weiß ich nicht. Ist ja Ende, ne? Ja, weiß ich nicht. Also, nee, noch nicht, aber... Aha. Christoph ist wieder verliebt. Du wannabe Mauzi, ey. Das ist immer noch das Geilste, einfach. Schwing. Hallo? Da. Schwing. Wie so ein... So eine Mischung aus Dumbo und Flughörnchen, ey. Aber gut. Genug der Spielerei. Ja, dann würde ich mal sagen, was sagt die Uhr? Oh, wollte ich gar nicht. Was soll ich sagen? Tick-Tack, 3 Minuten auf. Tick-Tack, 3 Minuten auf. Dann würde ich sagen. Was können wir noch machen? Was müssen wir denn noch machen? Ja, Rassel. Was? Rassel? Rassel. Ach, Rassel. Roulette meine ich. Roulette müssen wir noch machen. Das haben wir ja schon alles hier. Juwelen der Güte brauchen wir noch 22. Genau. Genau. Aber jetzt, ich weiß jetzt nicht ad hoc, was wir gerade machen können. Ja, wir essen erstmal mit der Roulette-Scheibe. Ja, ich weiß aber nicht, wie die ist. Das ist das Problem. Wüste? Nein, weiß ich, ist das so? Genau, weiß ich kann auch noch. Weiß ich doch nicht. Weiß ich doch nicht. Kannst du jetzt auch auf Pet gucken? Hey, listen! Hey, listen! Da ist die Mission. Ah jo, wir könnten auch noch das Herzteil von. Achso, ja, genau. Irgendwann kommen wir da hin. Was laberst du für ein Müll? So, kann so wichtig nie sein. Noch eine Nellschlucht oder? Ja, ne? Ja, ich glaube ja. Gut, wunderbar. So, Kürbis haben wir. Ist safe. Schub. Igurat. Käfersammler-Juwelen, haben wir die? Die haben wir. Ja. Wer pflügt, haben wir. Das Abgestürzte. Das müssen wir noch. Das müssen wir noch. Die Suche nach keine Ahnung. Ja gut, das können wir. Achso, Baby Rassel haben wir. Haben wir. Das können wir aber in der nächsten Folge dann in Ruhe besprechen. Genau. Also für die nächste Folge in Ruhe besprechen. Dann werden wir nämlich jetzt hier an der Stelle offscreen, wie versprochen, das Herzteil von dem Kollegen hier besorgen. Einmal kurz wieder 4 Endgegner, einmal gesagt, müsst ihr euch die nochmal angucken. Und dann würden wir sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, nachdem wir das Herzteil hoffentlich haben. Und dann geht's weiter und dann sammeln wir die nächsten Herzteilchen. Also Leute, dann einmal wie immer, danke fürs Zusehen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt The Legend of Zelda Skyward Sword mit uns hier und Nerd auf dem Bildschirm.
Ciao, ciao. Ciao.